Herr Baldessarini, welchen Typ Mann repräsentiert Horst Schlemmer? Also das ist heute schon mal gesagt worden, er repräsentiert den Mann, der dem Volk aufs Mund, auf den Mund schaut und aufs Maul schaut, sagt man in Bayern. Und das kommt natürlich super an. Nur jetzt habe ich gehört, dass Herr Schlemmer jetzt bei 18% liegt. Jetzt kommt... Wissen Sie, was mich interessiert, Herr Baldessarini? Ja, bitte. Jetzt kommt der Moment, wo der Frosch ins Wasser springt. Ja. Und jetzt sollten wir... Das schreiben Sie aufschreiben. Der Moment, wo der Frosch ins Wasser springt. Genau. Entschuldigung. Ja. Und jetzt sollten wir vielleicht am Outfit ein bisschen was ändern. Obwohl es unglaublich beliebt ist, aber ich habe das sehr studiert, sein Outfit. Ich finde, er ist doch wunderbar. Er steht doch für schlichte Eleganz. Und er hat die Herrenhandtasche zu dem Accessoire des Jahres 2009 gemacht. Was will man denn da noch besser machen? Herr Schlemmer, wir können uns mal ein paar Fotos anschauen. Herr Baldessarini hat sich tatsächlich ein paar Gedanken gemacht. Und so könnte der Kanzlerkandidat Horst Schlemmer auch aussehen. Schauen Sie mal bitte hier. Wie finden Sie das, Herr Schlemmer? Wer ist das, der Schenkenberg? Was hat er denn da in der Hand? Ein Ball? Es ist der Körper von Herrn Schenkenberg mit Ihrem Kopf. Ja, Wäre das was für Sie? Also, ich meine, im Prinzip möchte ich mich nicht verändern. Aber ich meine, der Herr Baldessarini ist ja nicht irgendwer. Der hat Geschmack, der weiß, wo es lang geht. Mhm. Man kann es ja mal probieren, finde ich zumindest. Habt ihr noch was auf Lager? Herr Schlemmer, wo kaufen Sie ein? Das sieht gut aus. Wo kaufen Sie ein? Ja, C&A und alles. Und bei uns gibt es so eine kleine Boutique von der Gerti Kufus. Ich habe manchmal auch so schön Schnapper dabei. Hier mein Schnapper aus Napa. Alles von da. Viel auch Sonderausverkauf und so. Diese Herrenhandtasche. Dann dieses Layout, wie heißt das, wenn die Sachen günstiger sind, obwohl sie eigentlich teuer sind, wo sie einen verarschen mit. Dieses Outlet, das mache ich auch, ja. Mhm. Diese Herrenhandtasche, wie sind Sie an die gekommen? Ja, wie gesagt, ich muss ja die Sachen irgendwo lassen. Was haben Sie da drin? Das zeige ich Ihnen nicht. Das Wesentliche habe ich dabei. Und die brauche ich einfach. Ich habe vor allem meine Notizen dabei. Mein Parteiprogramm beispielsweise habe ich dabei. Ich habe meine Kreislauftabletten dabei und sowas. Warum tragen Sie eigentlich alles in Ocker? Warum ich Ocker trage? Ich habe einmal eine Beratung, wie gesagt, machen lassen. Und zwar seinerzeit bei C&A. Und die Verkäuferin sagte mir, ich sei ein erdiger Typ. Ein erdiger Typ. Erdig. Herr Baldessarini, ist er ein erdiger Typ? Also ich habe ihn jetzt erst kennengelernt, aber ich habe vorher mal die Fotos gesehen. Und die Fotos, wenn man die zu oft sieht, denkt man ein bisschen über Deodorant nach. Ja. Über den gesamten Auftritt. Also, da haben wir noch was Schönes, Herr Schlemmer. Schauen Sie mal hier. Ja, das ist schön. Ne? Das ist Ocker. Das ist herrlich. Ja. Ocker, das finde ich toll. Wie meinen Sie das mit Deodorant, Herr Baldessarini? Mit dem Frosch. In Bayern sagt man, ich schweißle ein bisschen. Nein, ich habe, das ist Petralon. Ja, ich Herr Sprech, das ist Ihr Wasser, das hört, das ist ein Outfit. Wie wichtig ist Outfit für einen Politiker und wie muss ein Spitzenpolitiker gekleidet sein? Sehr modisch, eher konservativ, ein bisschen langweilig, wie muss der aussehen? Also eher konservativ, würde ich sagen. Und er muss natürlich authentisch bleiben. Also ich glaube, bei Herrn Schlemmer würde es nicht passen, ein zu sportliches Outfit zu wählen. Das wäre nicht mehr authentisch. Mhm. Also beispielsweise so eine Krawatte hier, würde auch gehen? Ich glaube, das ist die Rückseite. Ich meine auch. Herr Lanz, ich habe das Gefühl, das ist alles. Das ist nicht die Rückseite. Das ist genauso gewollt. Ne? Das ist genauso gewollt. Genau. Aber ich glaube, er sollte nicht zu brav rumlaufen. Mhm. Weil Schlemmer hat ja einen unglaublichen Ausdruck. Aber um den weiter zu verfolgen, sollte er schon kein Modegockel werden, aber er sollte ein bisschen einen Kick dabei haben. Und nicht nur immer den verträumten dunkelblauen Anzug anziehen. Nennen Sie mal zwei richtig gut gekleidete Spitzenpolitiker. Also. Herr Rainer Barzel lebt nicht mehr, aber einer der bestangezogensten. Helmut Schmidt war sehr gut. Herr Schlemmer, klauen Sie gerade? Und zu Gutenberg. Zu Gutenberg ist momentan, man sieht ja, wie der bei der Wählerschaft ankommt, weil er einfach ein bisschen frischer angezogen ist wie die anderen. Herr Schlemmer, ich merke, es wird sehr teuer. Mhm. Herr Schlemmer, Sie waren doch... Das ist kein Flachmann, ne? Nur nee, mal so nee, am Rande. Die Flasche allein ist ja 100 Euro wert. Sie waren doch 120. Sie waren doch am Beginn Ihrer Ausbildung auch mal Kassenwart der Jungen Union in Grevenbruch. Und da soll es auch zu finanziellen Unregelmäßigkeiten gekommen sein. Ich dachte, das wäre verjährt und alles. Es war aber nicht schlimm. Das war ein kleiner Betrag. Und man konnte mir auch gar nichts nachweisen. Ist ja wie mit Dienstwagen und so. Ja, aber
Idee zu der Flasche. Mhm. Weil die Flasche, die kann man später nachfüllen. Das ist ja eine teure Flasche, jetzt wirft man die nicht weg. Und wenn der Duft weg ist, mhm. dann könnten Sie es theoretisch mit Dornkart nachfüllen. Das ist eine gute Idee. Das merkt kein Mensch. Und jetzt soll ich hier mal was... Ich Herr Balisani, Sie haben uns drei Anzüge, glaube ich, mitgebracht. Vorne an der Stange hängt auch was. Was könnte man den Herrn Schlemmer mal überwerfen? Ach du liebe bisschen. Was wäre denn etwas von dem... Also ich finde zum Beispiel dieses... Für den Siegerabend. Das gefällt mir sehr. Wenn Sie das einmal kurz umdrehen und mal in die Kamera halten. Was halten Sie davon? Siegerhaken. Herr Schlemmer? Ja, ich meine, es nützt ja nichts. Versuchen Sie es doch einfach mal. Welche Größe tragen Sie? Ohne Mantel, wenn es geht ohne Mantel. Welche Konfektionsgröße tragen Sie? Ich habe eine kleine 60. Das erzählen wir nicht. Das erzählen wir. Ja, was? Ich habe auch mal als Model für Zwischengrößen gearbeitet. Er geht nicht zu, Herr Balisarini. Ja, das erzählen wir niemandem. Ich brauche auch Abnehmen. Nee, oh, das ist... Haben Sie abgenommen, Herr Schlemmer? Ich habe so ein bisschen... Fertig. Nicht zumachen. Nicht zumachen. Ich weiß nicht, ich fühle mich... Sonst pfeift der Gumpf darüber. Alles weiß ich nicht. Das ist alles irgendwie... Weiß ich nicht. Sieht so ein bisschen aus wie der Lagerfeld, finde ich. Oder? Jetzt ziehen wir mal den nächsten. Ja. Guck mal, wir nehmen mal das nächste. Herr Balisarini, wer ist denn modetechnisch im Augenblick... Eher eine Nullnummer. Also, was weiß ich, die Anzüge von Oscar Lafontaine zum Beispiel sehen immer komisch aus. Ja, Oscar Lafontaine, ich habe den Verdacht, da ist zu viel Trevira dran. Aber das, was er jetzt anzieht, ist eine ganz hochwertige ägyptische Baumwolle in Satin. Ägyptische Baumwolle. Mein lieber Herr Sonnenschein. Ja. Super. Bitte, nicht schlecht. Gerade, ich stehe doch gerade. Ja, super. Was kostet das eigentlich? Mein lieber Herr, ist die Artikelnummer. Also bitte, Herr Balisarini, ich würde sagen, ich probiere mal so ein Outfit aus. Ich habe ein spezielles im Auge, das ist ein irisches Leinen. Können wir das behalten? Irisches natürlich. Nur die nächsten 30 Minuten. Was machen wir in der Kabine? Gib mir die Kabine. Wir finden da noch was. Liebe, was ist denn hier mit dieser Lederjacke? Probier es einfach mal aus. Ja, so. Ich bin gleich wieder da. Also, Herr Schlemmer, Herr Balisarini, Sie ziehen sich zurück. Ja. Und ziehen sich jetzt tatsächlich um. Ja, ich helfe ihm. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Ja, wir sind Können wir dann weiter mit Ihnen reden, wenn Sie das Mikro so gestalten, Herr Schlemmer, dass wir dann auch bitte weiter mit ihm sprechen können. Habt ihr den Schal? Wenn Sie wollen, können Sie gerne noch eine rauchen. So. Und bis es soweit ist, würde ich Ihnen gerne zwei Top-Kreative vorstellen, nämlich von der Agentur zum Golden Hirschen. Schön, dass Sie da sind. Herr Spreng wird uns gleich erläutern. Bernd Heusinger und Marcel Locco, die sich schon sehr häufig mit Wahlwerbung beschäftigt haben. Worauf kommt es an bei Wahlwerbung? Bei Wahlwerbung kommt es vor allem darauf an, dass man Trends verstärkt. Mhm. Wenn das Produkt schlecht ist, ist es ganz schwierig, da überhaupt was noch rauszuholen. Aber wenn man merkt, die Leute in der Bevölkerung, da ist ein Thema am Kochen oder eine Person ist gerade dabei, beliebter und beliebter zu werden, dann kann man richtig was erreichen. Dann kann man auch eine Umfrage sogar noch verdoppeln. Wie ist das Produkt, nenne ich es jetzt mal Horst Schlemmer, wie wirkt das auf Sie? Was ist da das Wesentliche? Das ist ein einmaliges Produkt. Also Frau Schlemmer ist für uns so einer, der ganz plötzlich kommt, so wie das der Obama in Amerika war. Also einer, der einfach, den keiner auf der Rechnung hatte und er ist plötzlich da und rollt das Feld halt von hinten auf und ist nicht mehr aufzuhalten. Ich muss mal ganz kurz nachfragen, ob da hinten alles in Ordnung ist. Herr Schlemmer, geht es Ihnen gut? Aber ich weiß nicht, ich sehe aus wie eine Schießbodenfigur. Sorry. Boah, das sieht ja wahnsinnig aus. Pass auf, da brauchen wir aber ein bisschen Musik. So hat die Welt Horst Schlemmer noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Herr Balisarini, passen Sie auf. Dann kommen Sie doch erstmal vorsichtig raus, Herr Balisarini. Und nichts zeigen, bitte schön. Ja? Ja. Musik ab, bitte.